Hallo Leute, ja, wie ihr wisst, ist ja dieses Busunglück in der Schweiz passiert. Und deswegen möchte ich auch heute was dazu sagen. Ich möchte den ganzen Familien, Freunden und allen, die daran beteiligt sind, plus Lehrer natürlich, mein herzliches Beileid ausrichten und sagen, dass ich das schrecklich finde, dass es nicht hätte passieren dürfen, aber es ist passiert und dass wir alle an sie denken und eine Kerze anmachen werden und dass das richtig schlimm ist. Ja, und ich weiß gar nicht, wie ich die Überleitung jetzt schaffen soll in was Fröhliches oder überhaupt, obwohl, nee, warte mal, erstmal informiere ich euch oder ich sag, was ich zur Verkehrssicherheit sagen möchte und ja. Also, ich habe ja zum Glück schon immer als Kind mich angeschnallt, weil ich weiß auch nicht, ich hatte immer das Gefühl, es ist sicherer, wenn ich mich anschnalle und das hab ich wirklich. Jetzt kein Scherz. Ich habe sogar meinen Knopf im Auto runtergemacht, damit ich nicht aus Versehen während der Fahrt die Tür aufmache. Jetzt wird ihr wahrscheinlich denken, die spinnt doch, sowas macht man nicht. Ja, aber erstens war ich ja ein Kind und zweitens habe ich so eine blühende Fantasie. Ich habe manchmal das Gefühl, alles, was im Kopf sich also vor sich geht, dass es echt ist. Ich kann mir das so realistisch vorstellen, dass ich Angst hatte, dass ich mir vorstelle, ich mache die Tür auf und ich mache die wirklich auf. Also habe ich meinen Knopf zugemacht, also runtergedrückt, damit das nicht passiert. Aber zum Glück war auch noch nie das Bedürfnis da, die Tür aufzumachen. Ja. Dazu zur Sicherheit und weil das ist sehr wichtig, sich anzuschnallen. Wobei ich nicht sagen möchte, die war nicht angeschnallt. Ich meine, die war nämlich angeschnallt. Aber man sieht daran, wie wichtig das ist. Also Leute, bitte schnallt euch im Auto an. Und wenn es nach mir gehen würde, wäre auch eine Anschnallpflicht in Bussen. Also ich meine normale Linienverkehrsbusse. Echt notwendig, aber gut. Kann man wahrscheinlich nie einführen, weil, ich glaube, weil man ja halt ab und zu auch mal schnell raus muss und, aber trotzdem, ich würde mich da gerne, sehr, sehr gerne anschnallen. Und ich glaube, meine Kamera geht gleich aus, also beeile ich mich und, ja, ich glaube, das war's auch von mir, von daher, okay. Dann habt trotzdem einen schönen Tag und denkt an die Opfer heute vielleicht besonders und tschüss.